Das heißt, es ist endlich lieferbar. Das nächste Produkt, das Sie sehen, was ist das? Ganz einfach für Sie die einfachste Möglichkeit aus Ihrem vielleicht ein bisschen zu alt gewordenen Autoradio, das hat sich aber lieb gewonnen haben und das auch mal richtig teuer war, ein top modernes Autoradio zu machen. Ja, was zeichnet ein top modernes Autoradio aus? Ganz einfach, die heutigen Sachen. Ich kann ganz einfach per Bluetooth Musik abspielen. Ich habe, ja, wenn ich ganz, ganz modern bin, sogar ein Digitalradio oder auch eine integrierte Freisprecheinrichtung oder die Möglichkeit von anderen Speichermedien, wie zum Beispiel einer Micro-SD-Karte, Musik abzuspielen. Kann Ihr Autoradio nicht? Könnte es aber mit diesem Gerät und zwar ohne Umschweife. Was ist das hier? Also es ist, man sieht es schon auf den ersten Blick, es ist ein kleines technisches Gerät mit einem schönen großen Display. Das hänge ich mir jetzt einfach entweder aufs Armaturenbrett oder natürlich an die Windschutzscheibe mit dieser kleinen Halterung. Einmal Saugnapf, einmal Unterdruck und dann hält es bombensicher. Das eigentliche Gerät kommt jetzt magnetisch oben drauf. Was macht das jetzt? Es kann Bluetooth empfangen. Hier und natürlich auch DAB+, also digitales Radio. Und das übertrage ich jetzt auf mein Autoradio. Dabei ist komplett egal, wie alt Ihr Radio ist. Es muss nur UKW-fähig sein. Und Sie suchen jetzt eine freie Frequenz in Ihrem Autoradio. Ich sage jetzt mal irgendeine Hausnummer, aber das ist natürlich regional verschieden, wo gesendet wird und wo nicht. Ich sage jetzt einfach mal 105,0. Und diese Frequenz stellen Sie ein und speichern Sie in Ihrem Autoradio auf zum Beispiel Programmplatz 6. Und jetzt immer, wenn Sie Programmplatz 6 einmachen und dieses Gerät eingeschaltet ist, dann bekommen Sie jetzt über diese UKW-Frequenz, alles, was dieses Gerät empfängt, aufs Autoradio. So, das haben wir jetzt, die Verbindung zum Autoradio. Also alles, was jetzt hier reingeht, läuft in diesem Fall in Ihrem Autoradio. Wir haben gerade gesehen, die Antenne für DAB+, also haben wir plötzlich die Möglichkeit, nicht nur UKW-Sender zu empfangen, sondern alle digitalen Radios, die bei Ihnen gesendet werden. Die sind natürlich wesentlich umfangreicher. Und Sie sehen jetzt, ich habe gerade gesagt, jetzt lieferbar. Sie sehen den 12.10. eingeblendet. Ja, das ist eben am Montag, glaube ich, ist das schon. Also Sie sehen, in der allernächsten Zeit ist es lieferbar und dann eben für Sie bereit. So, und jetzt nicht nur digitales Autoradio, sondern dieses Gerät ist auch Bluetooth-fähig. Und das heißt, Sie übertragen jetzt einfach per Bluetooth von Ihrem Smartphone Ihre Lieblingsmusik hier drauf. Und hiervon geht es wieder über den FM-Transmitter in Ihr Autoradio. Das heißt, Ihr Autoradio ist plötzlich Bluetooth-fähig. Sie haben diese Magnethalterung gesehen und da sehen Sie auch, ich kann das ganz, ganz einfach abnehmen hier. Und da sehen Sie die Einstellmöglichkeiten. Jetzt sind wir erstmal beim Webradio, nicht beim Webradio, Entschuldigung, beim DAB+, steht ja oben, also digitales Radio. Und das in allerbester Qualität und vor allem die Sendevielfalt ist natürlich viel, viel mehr. Ich bin mir sicher, Ihr Lieblingssender sendet mittlerweile auch auf DAB+. Gleichzeitig kann ich hier auch eine Micro-SD-Karte einlegen und von dort aus die Musik abspielen und dann natürlich wieder wird sie von diesem Gerät automatisch übertragen oder auch per Klinke-Eingang könnte ich jetzt jeden MP3-Player oder auch mein Handy einfach per Klinke anschließen. Genau dieselbe Funktion. Hier sehen wir noch was ganz wichtig ist, jetzt mache ich mein Autoradio zur Freisprecheinrichtung. Denn wenn Sie jetzt per Bluetooth verbunden sind mit diesem Gerät und ein Anruf kommt und Sie nehmen das entgegen, einfach durch diesen Druck auf den Telefonhörer, haben Sie hier ein Mikro drin. Das heißt, hier werden Sie verstanden und den Anrufer hören Sie über Ihre Boxen der Musikanlage. Egal, ob das HiFi-Boxen sind oder ein ganz normales Autoradio, ganz egal. All das funktioniert jetzt mit diesem kleinen Gerät. Und Sie sehen, wir haben ein im Prinzip Bedienrad, mit dem das unglaublich einfach ist. Infomenü, hier schalte ich es ein und da gehe ich nochmal zurück dann oder nehme Anrufe entgegen oder spule ein Lied weiter. So einfach war es noch nie. Aus einem etwas in die Jahre gekommenen Autoradio ein top
modernes DAB Plus, also Digitalradio, zu machen, das jetzt plötzlich auch Bluetooth-fähig ist, das jetzt plötzlich auch meine Freisprecheinrichtung im Auto ist und auch noch andere Speichermedien. Da sehen Sie es, der Steckplatz MicroSD hier macht. So, Stromversorgung ist auch ein wichtiges Thema. Jetzt hänge ich das mal wieder auf den Magnet und zeige Ihnen mal, was mitgeliefert wird. Erstens mal eine Halterung, dass ich es auch noch jederzeit, da sehen Sie es, eine Halterung, dass ich es jederzeit auch in den Lüftungsschlitzen festmachen könnte. Muss ich aber nicht unbedingt. Und den Stromanschluss. Strom geht über die 12-Volt-Steckdose und dann über USB. Und jetzt hätte ich natürlich dann den USB-Steckplatz oder die 12-Volt-Steckdose belegt. Aber schauen Sie mal, das wird mitgeliefert. Und hier kann ich es jederzeit immer noch mein Smartphone laden, weil das auch leer geht natürlich, wenn ich es die ganze Zeit per Bluetooth verbunden habe oder ein zweites USB-Gerät betreiben. Also auch das sehr, sehr durchdacht, dass ich hier direkt, wenn ich das möchte, über USB Strom hier drauf bringe, aber gleichzeitig noch ein zweites Gerät laden kann. Anbringung unglaublich einfach, Saugnapfhalterung, dann magnetisch unseren Transmitter drauf. Das ist eine Schutzfolie, die bei der Lieferung drauf ist, die können Sie jederzeit runter machen. Dann richten Sie es so ein, dass Sie es bequem bedienen können und sehen. Das ist die Stromversorgung und mit der Stromversorgung gehen Sie jetzt über den mitgelieferten Adapter einfach in die 12-Volt-Steckdose. Das ist die Antenne für DAB Plus, für digitales Radio, damit Sie das empfangen können. Da steht genau beschrieben, wie einfach das anzubringen ist. Und jetzt habe ich eben ein unglaublich einfaches oder topmodernes Radio, egal wie viele Jahre mein Autoradio schon auf dem Buckel hat. Es gibt bei vielen PKWs das Problem, dass mittlerweile die Radios fest verbaut sind und verworren sind mit Anzeigen des Autos. Das heißt, ich kann nicht einfach ein Radio aus- und einbauen. Und gerade für diese Autos ist es natürlich wichtig, dass es solche Geräte gibt. Dann habe ich jetzt auch fest installiert natürlich alle Optionen, die ein modernes Radio, Autoradio ausmachen. Eben, ich habe die Bluetooth-Fähigkeit, was vielen älteren Geräten leider fehlt, eigentlich allen älteren Geräten. Ich habe jetzt plötzlich ein Digitalradio und wer mal geschaut hat, was ein Digitalradio alleine fürs Auto kostet, der weiß, dass man da Hunderte von Euros ausgeben kann. Das ist hier gleich mit drin, über die freie Frequenz und überall, egal wo in Deutschland, gibt es freie Frequenzen, die sind nicht von 89 bis 107 komplett belegt. Einfach suchen, wir können hier in 0,1 Schritten, also wirklich das Suchen. Und jetzt haben Sie eben ein Digitalradio. Gleichzeitig haben Sie auch die Bluetooth-Fähigkeit, also Ihre Lieblingsmusik über Bluetooth hören, Freisprecheinrichtung und natürlich auch von anderen Medien über entweder Klinkeranschluss oder dann die Micro-SD-Karte. Es ist ein umfassendes Gerät und kann Ihnen sehr, sehr viel Geld sparen, weil jetzt ein neues Autoradio einbauen lassen, was ist oftmals natürlich selber nicht mehr möglich. Ich muss es irgendwo vom Fachhandel machen lassen. Da kostet das Autoradio ein richtiges Geld. Das Einbauen kostet auch nochmal Geld. Hier kann ich alles selber machen. Für 66,41 Euro in wenigen Tagen wieder lieferbar. Also jetzt unbedingt schon anrufen und bestellen mit der Bestellnummer ZX1675 und der 569. Und ich weiß, dass viele, viele, viele mit ihrem Autoradio sehr unzufrieden sind, eben weil es den modernen Anforderungen nicht entspricht. Schon allein die Bluetooth-Fähigkeit, die bei den meisten Autoradios fehlt, wird da schon als sehr negativ empfunden. Aber Digitalradio noch zu haben gleichzeitig, das ist wirklich der Hammer. Und hier haben wir das alles in einem Gerät. Unglaublich einfach zu installieren, sehr, sehr weitsichtig konzipiert, durch natürlich auch die doppelte Ladebuchse, sodass meine 12-Volt-Steckdose trotzdem weiterhin voll genutzt werden kann. Und nochmal der Vorteil von digitalen Sendern, die Sendervielfalt, gleichzeitig noch viel, viel mehr Informationen, die wir hier bekommen zum Plattencover, über den Interpreten, Hintergrundinformationen und so weiter. Und das übertragen Sie jetzt einfach auf Ihr Radio über eine freie, wie gesagt, Frequenz von UKW und dann ist es ein Kinderspiel. Es ist alles leicht und einfach für jeden Laien zu installieren. Das Einzige, was ich machen muss, ist eine freie Frequenz einstellen bei Ihrem Autoradio. Also jetzt zuschlagen, das ist für mich ein absolutes Highlight, wie viel Geld sparen kann. Mit 66,41 Euro bekomme ich trotzdem ein hochmodernes Autoradio. Die Bestellnummer ist die ZX1675 und die 569 jetzt unbedingt schon anrufen. Sichern Sie sich den Platz auf der nächsten Lieferung.
damit es dann auch wirklich bei Ihnen ankommt. Und ich bin mir sicher, jetzt wird es geliefert, aber diese Lieferung wird auch ruckzuck wieder ausverkauft sein. Also keine Zeit verlieren, ran ans Telefon. Viel Spaß damit.